Ja, wo fange ich an? Also es geht um Folgendes. Der letzte Stream, wo ich jetzt Spore gespielt habe, ist seltsamerweise abgebrochen. Und zwar kam zuerst die Fehlermeldung von YouTube, dass OBS die Verbindung verloren hat. Dann habe ich versucht, die Verbindung wieder aufzubauen. Also den Stream wieder zu starten ging nicht und ich habe auch den Stream-Schlüssel neu gemacht, ging nicht. Dann habe ich das Konto verbunden, da ging nichts, also es ging gar nichts. Jetzt möchte ich dazu Folgendes sagen, also ich tue sehr gerne Livestreamen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mir was überlegt, ihr habt zum Beispiel gesehen, dass ich Psychonauts auch komplett offline gespielt habe. Ich werde die künftigen, also bis ich da eine Lösung gefunden habe, die künftigen Gaming-Videos einfach aufzeichnen und die Aufzeichnungen hochladen. Und ich könnte es so machen, dass ich die aufgezeichneten Spiele dann vielleicht als Premiere hochlade, als Videopremiere, dann kann man chatten. Ich würde gerne li auch live spielen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich will sowieso ein neues Spiel anfangen zu spielen, wenn ich Psychonauts beendet habe. Spore kann man nicht beenden, habt ihr gesehen. Also da ist immer wieder das Spiel stürzt auch immer wieder ab. Man muss halt fair sein. Das Spiel wird auch nicht mehr groß ja, geupdatet oder so. Es ist ein Liebhaberstück. Aber ich will auf jeden Fall Psychonauts fertig spielen und habe mir überlegt, einen Teststream mal auf Twitch zu machen. Und dann die Twitch-Streams dann 1:1 einfach hier hochzuleiten, laden auf dem Kanal nochmal. Ich weiß nicht, ob es an YouTube lag oder an der Software oder keine Ahnung. Jetzt habe ich mir überlegt, freitags mache ich ja immer Fursuit Friday Streams auf Twitch, auf Marshall Dog Puppies Kanal. Das werde ich jetzt ganz frech diesen Freitag ausfallen lassen und wir werden auf dem Twitch-Kanal von mir ein Spiel mal anspielen, live und gucken, ob da der Stream dann stabiler läuft. Ja, der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Beschreibung. Wie gesagt, es ist nur ein Test. Ich will auf Twitch eigentlich nur Furry-Sachen machen. Aber vielleicht testen wir das einfach mal aus. Aber vielleicht habe ich mir bis dahin noch was anderes überlegt. Es ist halt ein bisschen frustrierend, wenn man einen Stream startet, dann will man halt auch spielen und nicht ständig dann mit der Technik irgendwie rumkämpfen. Na? Also für alle, die zugeschaut haben oder den Stream dann nochmal offline sich in Ruhe angucken, es war ja sehr spektakulär diesmal. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, bleibt neugierig und tschüss.